Lektion 57. Erstens, Lektion 31, Wiederholung. Ich bin nicht das Opfer der Welt, die ich sehe. Wie kann ich das Opfer einer Welt sein, die völlig aufgehoben werden kann, sobald ich mich dafür entscheide? Meine Ketten sind gelöst. Ich kann sie fallen lassen, einfach dadurch, dass ich danach verlange. Das Tor des Gefängnisses steht offen. Ich kann es verlassen, indem ich einfach hinausgehe. Nichts hält mich in dieser Welt. Nur mein Wunsch zu bleiben hält mich gefangen. Ich möchte meine wahnsinnigen Wünsche aufgeben und endlich an das Licht der Sonne treten. Ja. Genau das wollen wir und genau darin sind wir ja eins. Genau das ist ja das, warum wir den Kurs machen. Und jetzt steht das hier und es schaut so einfach aus. Ne? Einfach nur danach verlangen. Ich kann einfach hinausgehen. Nichts hält mich hier. Aber ist das wahr? Hält mich wirklich nichts hier? Das Ego sagt, wenn wir es mit dem Ego lesen, dann sagt das Ego, ach, so einfach. Ja, siehst du, es funktioniert doch nicht. Ich bin doch immer noch hier. Es funktioniert doch nicht. Ich kann nicht einfach hinausgehen. Ich fühle mich immer noch hier und gefangen. Ja, dann lies noch mal diesen Satz gemeinsam mit mir. Nichts hält mich in dieser Welt. Stimmt das? Frag dich. Was hält mich noch in dieser Welt? Nur mein Wunsch zu bleiben hält mich gefangen. Und das ist der Punkt. Der Punkt ist, ich will hier sein, sonst wäre ich nicht hier. Das ist das, was Jesus uns im Kurs immer und immer wieder sagt. Wenn du es wirklich willst, wirklich, und zwar ein geeinter Wunsch in dir ist und da ist nichts anderes mehr da als nur das, dann geschieht es. Aber da wir gespalten sind, immer noch, es gibt einen Teil von uns, der will diese Welt verlassen. Also nicht in Form von Tod, sondern in Form von Auferstehung natürlich. Und dann gibt es aber einen anderen Teil, der hier noch festhält. Der möchte durchaus noch hier sein. Und lass uns da ehrlich sein. Und weil wenn wir ehrlich sind, dann können wir auch diesen Teil loslassen. Dann können wir sehen, weil bevor wir das nicht sehen, dass wir ja doch hier immer noch festhalten an etwas, wenn ich das nicht sehe bewusst, wenn mir das nicht bewusst ist, dann kann ich nicht auch das noch loslassen. Oder aber ich akzeptiere das und das ist gut, das ist völlig in Ordnung. Ja, ich muss ja nichts, ich muss doch gar nichts. Der Heilige Geist ist voller Geduld, er wartet mit unendlicher Geduld, bis ich irgendwann an dem Punkt bin, dass ich wirklich die Welt verlassen will, zu Gott will, nach Hause will, weil ich wirklich verstanden habe, was hier eigentlich ist. Dass all das ganze Ding hier nur ein Film ist, den ich drehe. Auch das, was jetzt in der Welt los ist, ja, es ist ein Film. Ich bin Bildermacher. Ich mache das. Ich bin Kameramann, Schauspieler. Ich bin alles zugleich. Regisseur. Ich mache alles. Ich mache diesen Film. Es ist mein Film. Ne? Wir sind Bildermacher. Und ein Film ist ein Film. Und wie verändere ich denn einen Film? Wenn ich im Kino sitze und ich sehe einen Film und ich will einen anderen Film, dann muss ich zum Projektor gehen und muss einen anderen Film da reinlegen, in den Projektor. So verändere ich den Film auf der Leinwand, den ich sehe. Und was bedeutet das für uns? Der Projektor ist unser Geist, unser Geist. Und zwar haben wir da zwei Möglichkeiten. Wir können nur zwei Möglichkeiten. Wir können mit dem Ego, wir können einen Film reinlegen mit dem Ego oder wir können einen Film in den Projektor reinlegen mit dem Heiligen Geist. Und dann verändert sich das, was ich auf der Leinwand sehe. So ist das. Und das gilt es zu lernen. Das ist ja ein Lernen. Ne? Und wir dürfen nicht vergessen, das Ego will es wahr machen, ja. Und das
ist jetzt wieder ganz, das ist jetzt wieder ganz am Frohlocken sozusagen über alles, was jetzt gerade in der Welt passiert. Das ist für das Ego wieder sehr stärkend. Jetzt könnte ich mich da hinsetzen und könnte Bilder drehen, ja. Was passiert, was kann alles passieren und was hat das dann für Konsequenzen und was muss ich alles tun? Und ach, das Ego ist wieder voll beschäftigt damit, ja. Kenne Menschen, die sitzen nur noch vor dem Fernseher und schauen sich jede, sind immer ganz, ja, wenn es sowas in der Welt gibt, dann gucken sie ständig Fernsehen, ja. Das machen wir nicht, das wollen wir nicht tun. Wir wollen das Licht in uns stärken. Wir wollen den Teil in uns stärken, in dem die Heilung liegt, in dem der Frieden liegt, in dem die Wahrheit liegt. Wir vergeben, wir geben unsere Filme dem Heiligen Geist und wir segnen die Welt. Zweitens, Lektion 32. Ich habe die Welt erfunden, die ich sehe. Ich habe das Gefängnis, in dem ich mich selbst sehe, erfunden. Kann ich das akzeptieren? Ist das für mich wahr? Dass ich die Welt erfinde oder sehe ich mich als Opfer? Habe ich das, denke ich, dass die Welt mir angetan wird? Jesus sagt uns hier, dass wir die Welt erfinden in unserem abgespaltenen Geist. Wir erfinden immer wieder neu Drehbücher über Drehbücher über Drehbücher. Und diese Drehbücher, die können wir ändern, indem wir das Drehbuch des Heiligen Geistes, indem wir den Heiligen Geist wählen. Er kann die Dinge ganz tief in unserem Unbewussten heilen. Nur er, mit ihm können wir das tun. Das Einzige, was ich tun muss, also ich habe das Gefängnis, in dem ich mich selbst sehe, erfunden. Das Einzige, was ich tun muss, ist, das zu begreifen und ich bin frei. Das begreifen, das annehmen, das tief annehmen, dass es so ist. Wenn Jesus uns das sagt hier im Kurs, dann ist das so. Ich habe mich dahingehend irregeführt, zu glauben, es sei möglich, den Sohn Gottes zum Gefangenen zu machen. Das wollte ich ja auch mal. Dafür muss ich Verantwortung übernehmen. Scheinbar wollte ich das in meiner Verrücktheit. Ein Augenblick, eine Sekunde von Verrücktheit, wo ich dachte, als ich im Paradies war, ich sollte doch lieber mein eigenes Ding mal machen und habe vergessen, darüber zu lachen. Ich habe mich in dieser Überzeugung sehr geirrt, die ich nun nicht mehr will. Gottes Sohn muss ewig frei sein. Er ist, wie Gott ihn schuf und nicht, was ich aus ihm machen möchte. Er ist, wo Gott ihn haben will und nicht, wo ich ihn gefangen zu halten glaubte. Ich bin, wie Gott mich schuf. Gott ist, Gottes Sohn ist, er kann sich nicht verändern. Wir haben die Einleitung, diese drei Sätze der Einleitung, die den ganzen Kurs zusammenfassen, lauten so. Kennt ihr sicher, nichts Wirkliches kann bedroht werden. Nichts Unwirkliches existiert und hierin liegt der Frieden Gottes. Nichts Wirkliches kann bedroht werden. Der Sohn Gottes ist nie bedroht, nur in seinen Träumen. Und nichts Unwirkliches existiert. Die Träume sind unwirklich. Sie existieren nicht. Und darin wollen wir unsere Kraft, unser Lernen hineingeben. In dieses neue Lernen, ein neues Lernen. Wir wollen die Welt nicht mehr wahr machen. Wir wollen nicht mehr in die Falle des Ego laufen. Wir wollen der Welt, wir wollen ein Licht in dieser Welt sein. Drittens, 33, es gibt eine andere Art, die Welt zu betrachten. Da der Sinn und Zweck der Welt nicht der ist, den ich ihr zuschrieb, muss es eine andere Art und Weise geben, sie zu sehen. Ich sehe alles verkehrt herum und meine Gedanken sind das Gegenteil der Wahrheit. Ich sehe die Welt als ein Gefängnis für den Sohn Gottes an. Demzufolge muss die Welt in Wirklichkeit ein Ort sein, an dem er befreit werden kann.
Ich möchte die Welt so sehen, wie sie ist, und zwar als Ort, wo der Sohn Gottes seine Freiheit findet. Was will ich sehen? Schuld oder die Schau? Angst oder Frieden? Was will ich sehen? Jesus sagt uns im Kurs, dass es nur zwei Gefühle gibt, Angst oder Liebe. Und Angst ist tatsächlich ein Ruf nach Liebe. Also insofern gibt es eigentlich nur Liebe und einen Ruf nach Liebe. Lasst uns die Dinge, die jetzt geschehen, einfach nur als einen Ruf nach Liebe sehen, einen Ruf nach Gott. Nicht indem wir verzweifelt rufen, Gott, bitte tu was, bitte beende das, bitte nein. Nein, nicht auf diese Weise. Denn Gott kann da insofern gar nichts tun, weil es für ihn ja gar nicht existiert. Nein, wir vergeben, wir geben Gott die Welt. Wir geben unser, das, was wir erfunden haben, geben wir dem Heiligen Geist und nehmen es insofern auch nicht mehr ernst. Wir vergeben, wir segnen, wir urteilen nicht, wir bewerten nicht. Wir geben alles dem Heiligen Geist. Ich gebe meinen Geist, den befehle ich in die Hände des Heiligen Geistes. Meinen Körper gebe ich ihm. Meine Finanzen, meine Beziehungen, einfach alles, alles. Damit der Heilige Geist alles nutzen kann für seine Zwecke der Erlösung. Wir wollen die Schau. Darum sind wir ja hier. Du hörst jetzt hier zu, weil du das willst. Du willst den Frieden Gottes mit mir, das ist das, was wir wollen. Also lass uns dieses neue Lernen praktizieren und uns nicht verlieren in der Dunkelheit. Das Ego wird bösartig, wenn es sich bedroht fühlt. Es muss sich sehr bösartig, es muss sich sehr bedroht fühlen, weil es sich jetzt wieder so bösartig benimmt und uns in seine Falle locken will. Lass uns nicht mehr in die Falle gehen. Wir vereinen uns im Licht der Wahrheit. Viertens, 34 Lektion, ich könnte stattdessen Frieden sehen. Genau. Wenn ich die Welt als einen Ort der Freiheit sehe, dann wird mir klar, dass sie Gottes Gesetze spiegelt und nicht die Regeln, die ich erfunden habe, damit sie ihnen gehorche. Ich verstehe dann, dass Frieden in ihr wohnt, nicht Krieg. Und ich nehme dann wahr, dass der Frieden ebenso in den Herzen aller wohnt, die diesen Ort mit mir teilen. Wenn ich Frieden gebe, dann habe ich Frieden. Das ist die einzige Art und Weise, Frieden zu haben. Geben und empfange. Ich empfange das, was ich gebe. Wenn ich Frieden sehen will, muss ich Frieden geben. Und keine Auseinandersetzung mit der Dunkelheit. Keine mich Beschäftigung mit der Dunkelheit. Nein, die Beschäftigung mit dem Licht. Fünftens, 35 Lektionen. Mein Geist ist Teil von Gottes Geist. Ich bin sehr heilig. Und dasselbe gilt für dich und für jeden, der hier ist, egal wie dunkel er mir erscheint. Das ist die Wahrheit. Wenn ich den Frieden der Welt mit meinen Brüdern teile, und darum geht es ja, das zu teilen, wenn ich in dir den Gottessohn sehe, dann kann ich akzeptieren, dass ich der Gottessohn bin. Wenn ich aber dich als einen schlechten Menschen sehe, als einen bösen Menschen, dann kann ich mich selber auch nicht als Sohn Gottes sehen. Das heißt, gib jedem hier, egal wen du jetzt zum Beispiel, ja, wen du bewertest, wen du beurteilst aufgrund dessen, was er gerade tut, hier in der Welt, was gerade passiert, gerade ihm, gib ihm deinen Frieden, gib ihn dein, segne ihn, lege ihn in die Hände des Heiligen Geistes, gib ihn zu Gott. Anerkenne, dass das Licht auch in ihm wohnt.
dass alles nur ein Ruf nach Liebe ist, in ihm, in meinem Bruder ist nur ein Ruf nach Liebe, mehr ist es nicht. Wenn ich den Frieden der Welt mit meinen Brüdern teile, beginne ich zu verstehen, dass dieser Frieden tief aus meinem Inneren kommt. Die Welt, die ich erblicke, hat das Licht meiner Vergebung angenommen und leuchtet Vergebung auf mich zurück. In diesem Licht beginne ich zu sehen, was meine Illusionen über mich verborgen hielten. Ich beginne, die Heiligkeit aller Lebewesen, mich eingeschlossen und ihr Einssein mit mir zu verstehen. Und Verstehen ist Licht. Ja. Die Heiligkeit, unsere Heiligkeit ist die Wahrheit. Und ich freue mich jetzt auf die nächsten Lektionen der Heiligkeit, die dann kommen. Es ist genau richtig jetzt, in diesem Augenblick, die Heiligkeit. In der Heiligkeit, die teilen wir miteinander. Lass uns die Welt umhüllen, einhüllen in Heiligkeit, in Wahrheit. In der Liebe Gottes. Lass uns vereinen, noch stärker. Ich will den Frieden Gottes. Das ist das, was wir wollen. Und nichts anderes. Lass uns versuchen, wirklich gemeinsam diese Spaltung aufzugeben. Den Wunsch, hier zu bleiben, aufzugeben. Die Angst aufzugeben, dass ich etwas opfere, wenn ich die Welt nicht mehr will. Denn ich opfere nichts. Hier opfere ich. Die Welt ist Opfer. Das können wir doch sehen. Alles hier ist Opfer. Die Welt ist eine Welt des Opferns. Im Himmel ist kein Opfer mehr. Da hast du alles, da bist du alles, da sind wir alles. Das Ego will uns nur weismachen, dass diese Welt das ist, was wir wollen. Aber unser wirklicher Wille, der ist Gott. Das kann nichts anderes sein. Wir vereinen uns in unserer Heiligkeit und schenken dies der Welt. Ich wünsche dir viel Freude mit der heutigen, mit dem Üben der heutigen Lektionen. Frieden im Herzen.